Wir möchten euch einen Spendencheck, Tanja, du kannst das übernehmen, in Höhe von 34.244,94 € übergeben, um es euch zu ermöglichen, das Dach zu sanieren. Ihr sollt Zeit für euch drei haben und keine Gedanken und Sorgen darüber machen, dass es reinregnet. Wir hatten natürlich auch vieles anderes noch zu tun. Wir hatten noch OPs, wir waren auch viel in Hamburg in der Klinik. Und ihr habt uns ganz toll unterstützt, ihr habt alles koordiniert und gemanagt. Und so hatten wir gar nicht so viel Aufwand und können einfach jetzt genießen, dass es losgeht. Und ja, wir dann viel Zeit haben für ganz viele schöne andere Dinge. Ja. So soll es sein. Sehr gerne. Super, hervorragend, ne? Ich muss nicht selber machen. Nein, man kann es nicht glauben. Es ist unfassbar. Dass sie so viel Zeit und Leistung reinstecken und so viel Motivation und ja, Herzblut, um unseren Wunsch zu erfüllen, das, im Grunde kann man das immer noch nicht begreifen. Es bringt ja nichts, die Zeit traurig zu sein. Was bringt mir das, wenn ich da sitze und stundenlang weine oder man nur Trübsal bläst? Das ist schade um die gute Zeit. Die beiden haben ja von vornherein ganz klar signalisiert und auch so wie auch hier heute ganz klar kommuniziert, das Leben muss weitergehen, es bringt nichts zu weinen. Und so gehe ich mit der Erkrankung auch um, mit meiner Erkrankung. Meine Krankheit beschäftigt mich auch regelmäßig und mir bringt es auch nichts, mich immer runterziehen zu lassen, positiv vorangehen und lila Hoffnung haben. Ich und auch mein Team, wir sehen uns nicht für wichtig. Das ist halt so, wir machen das für die beiden. Wir sind für die Sache da und die Sache zählt und das ist für uns das Entscheidende. Irgendwie war das schon immer unsere Grundeinstellung, das Beste aus einem zu machen. Viele Freunde, viel gemeinsam. Wir haben immer gesagt, wir leben jetzt, man weiß nie, wann es zu Ende geht. Ja, und so sind wir eigentlich schon seit 17 Jahren unterwegs.